Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind hier im DLC unterwegs, Blood and Wine, haben das letzte Mal, haben wir den Auftrag der Herzogin angenommen, wir sollen uns um ein Biest kümmern, das in Toussaint, das sein Unwesen treibt. Und ja, dann sind wir nach nach Toussaint gereist und mussten hier schon einem Ritter helfen, der hier gegen einen Riesen gekämpft hat. Und ja, konnten den Riesen breitschlagen, ne, und auch seinen Kopf abschlagen. Und ja, haben ihn vergessen, hier noch ordentlich auszunehmen, ja. Schön das ganze Zeug mitnehmen. Haben auch gleich noch ein neues Schwertchen mitgenommen. Gucken wir uns mal an. Benötigt Stufe 36, ist aber ein besseres Silberschwert als das, was wir haben. Ja. Dementsprechend sollen wir uns jetzt Folge Miltong zum Fundort der Leiche. Und das wollen wir jetzt auch tun. Tapferer Junge, dieser Guillaume. Palmarin hat ihn aufgezogen. Guillaume und er sind verwandt. Blood and Wine kann sich gerade weitere Hexenmutationen unterziehen und eine Möglichkeit freischalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Lies ihn und befasse dich mit der Geschichte des Professors Murio und um mehr über die Mutation zu erfahren. Oh, alles klar. Und jetzt gucken wir uns hier mal das schöne Toussaint an. Leckt ein bisschen, ich weiß aber auch nicht warum. Also ich entschuldige mich mit dem Next. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Gewöhnungsbedürftig, die ritterliche Ausdrucksweise. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Okay, warte mal, ich werde mal kurz Optionen. Grafik. Allgemein. Unbegrenzt. Ich weiß, dass diese Haare sehr viel an Grafikleistung fressen. Hm? Deswegen werde ich es mal ausmachen. Und da hier sind wir. Mit der Suche des Flusses. Niemand da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns um. Vielleicht haben sie was übersehen. Dann gucken wir uns mal um. Natürlich wird das mal fleißig geplündert, ne? Sind ja auch ein Hexer. Na, Fische, meinst du, dass es mich... was ich jetzt hier begehre? Beschlagene Stiefel, diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Ich sehe da hinten was, ich höre sie. Sie sind am Wasser entlang gelaufen. Ich habe so eine Vermutung. Ich war mir jetzt nicht sicher. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Wir haben Besuch. Vorsicht. Ihre, Alter. Wie schmeckt dir das Silber? Junge, Junge, ist das schon wieder anders.
Okay, das ist schon heftig. Und au! Ah, das hat jetzt weh. Alter, das sind Mode heute nur auf brutal, Junge. Zu Ehren der gnädigsten Herren, ich hack Fleisch aus euch! Die hat der Blutgeruch hergelockt. Suchen wir weiter. Junge, Junge, Junge. Das ist schon. Könnte aber auch an den Lecks liegen, dass mein PC noch nicht ganz warm ist. Suchen wir weiter. So, unser Cursor schiebt uns doch da hinten. Auf jeden Fall können wir hier ein bisschen was untersuchen. Was der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angeschwemmt. Ja, der Gestank ist heftig. Fußspuren, siehst du? Und die Schleifspur eines Bootsrumpfs. Sie sind noch nicht lange weg, würde ich sagen. Sie haben Netze an Land gezogen und aufgeschnitten. Nach der Blutmenge zu schließen, muss die Leiche gevierteilt oder sonst wie zerstückelt worden sein. Vermutlich haben sie die Leichenteile auf ein Boot geladen und weggebracht. Eieiei. Ich springe rein und sehe mir die übrigen Netze an. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend? Sieht so aus. Na dann, schwimmen wir mal eine Runde. Was wollte ich jetzt? Wie ging nochmal tauchen? So. Ich habe irgendwas gefunden. Ein Seidentaschentuch mit Monogramm. DLC. Gottes Willen, es muss einem Adligen gehört haben. Wäre gut zu wissen, wo sie die Leiche hingebracht haben. So, na dann reden wir erstmal mit dem guten Milton. De Pirac Piron. Und jetzt? Wir wissen, dass dies nicht der Schauplatz des Mordes ist. Die Leiche wurde angetrieben und hat sich dann in einem Netz verfangen. Die Wachen haben sie rausgezogen und mit dem Boot weggebracht. Ich will sie mir ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, wo die Wachen hingefahren sind. Fragen wir nach. Wir werden beobachtet. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Ich habe aber ein Taschentuch noch gefunden. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar. Kanntest du ihn gut? Vor langer Zeit waren wir enge Freunde. Doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt. Es ist zu schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Jo. Erstmal einheben. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Was ist denn das für eine Joggt hier wie so eine alte Omi?
ja Quatsch. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du Anarietta Bericht erstatten. Anarietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Der Recke der Herzogin. Ha! Ah. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Tussan. Langustensuppe. Ich habe aber ich. Also ich mag keine Seetiere. Tatsächlich bin ich kein Freund von. Natürlich sind sie das. Aber Tapferkeit alleine reicht nicht. Das ist ja mal eine Geschichte. Da braucht man einen Hexer. Gucken wir erstmal hier uns das Anschlagbrett an, ne? Wir wollen ja auch ein paar Dinge rausfinden. Aufruf von alle fahrenden Ritter, das heißt, ich braucht euch. Das große Gewinnturnier von Buclair, alles klar. Auftrag für Hexer. Die Böttcher-Zunft von Buclair sucht eine mehrere Personen, die willens sind, die Händlerkarawane durch ein Gebiet zu gleiten, das vom großen weißen Schrecken bedroht wird. Weitere Informationen bei Gaston Le Gaff im Händlerlager im Wald nördlich des Coronata-Weinguts. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Okay. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen. Auf dass er das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch. Und da Ritter de Perrac-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich bin Geralt von Riva, Junge. Anna. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac-Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Wo hat man die Leiche hingebracht? Das interessiert mich. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Tja. Deine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind.
So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Farben abgewichen sind. Ja, ja, ist klar. Hör auf zu labern, Kumpel. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Ist halt schwierig, ne? Ja, der. Es passiert etwas, die Leute können sich erklären, ne? Und sofort müssen das die Götter gehen. Muss es irgendwas Übernatürliches gewesen sein. Sagen Sie sonst. Und dann kommen noch wieder die ganzen Aluhutträger. Abgesehen von der Strafe der Götter. Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Na ja, gut, gehen wir uns mal die Leiche ansehen, wa? Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Alles klar, Kumpel. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton, und viel Glück. Ja, genau, Alter. Einfach Maul halten und dann lass mein Ding machen. Gut. Geh nach Corvo Bianco und schau dir die Leiche an. Wie ging das nochmal? Plötze, was machst du da unten? Plötze, komm her, Kumpel. Plötze, was machst du denn da unten? Macht ja gar keinen Kannst Sinn, du. Dass du da bist. Ob Kian Fanelli mir einen Kredit gibt, dann kann meine Frau als Sicherheit haben. Oh, lol, Alter, was? Ja, moin, er kann meine Frau als Sicherheit haben. Alles klar. Oh, ich glaube, ich hätte das nicht machen sollen, wo mein Rechner ist noch nicht warm. Der hat jetzt noch ein bisschen mit FPS zu kämpfen. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass es verschlägt. Aber ich hoffe, ich kann das dann beim nächsten Mal. Ich muss mich beeilen. Oh Gott, wie das klingt, Alter. Oh Gott, die FPS. Huch. Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss. Abgesehen von der Länge der Eckzähne. Mit einem einzigen Hieb getötet. Da ist auch noch jemand hochgekratzt. Es muss im Keller sein. Flussschlamm. Der Leichnam wurde in diesem Wagen transportiert. Wenn man dazu lassen, das hier. Der Angreifer hat den Wagen mühelos umgeworfen. Klauenspuren. 5 einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Massakriert. Das war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Eine Bruxa. Oh, lol, das bist du. Wer durch die Wälder reisen muss...
Der Halt, der sich fern von Ordnern, dem mehrere Vogelsorten zugleich zu hören sind. Oft genug bedeutet dieses Omen, dass man in dem Gebiet eine Bruxa betritt und sein Leben praktisch verwirkt hat. Zum Glück für uns alle sind Bruxa seltene Kreaturen. Viele von ihnen leben weit fort von jeder Zivilisation, da sie sehr auf ihre Sicherheit bedacht sind und sich nur an Orten ansiedeln, an denen sie Überraschungsangriffe ausschließen können. Wenn sie beschließen, sich in der Nähe von Menschen aufzuhalten, meiden sie Menschenmengen und kommen nur im Schutze der Nacht aus ihrer Deckung. Man kann sie dann gut mit verspäteten Reisenden verwechseln, zu ihrer Herberge eilen. Doch an einigen versteckten Zeichen kann man sie leicht erkennen, an ihrer Vorliebe für Vögel, an ihrer schrillen Stimme und an ihren atemberaubenden, schnellen Art, sich zu bewegen. Bruxa sind sehr viel schneller und stärker als Menschen, aber am mächtigsten ist ihre Gabe, sich unsichtbar zu machen. Unsichtbar. Schwarzes Blut und Mondstaub könnten Lebensretter sein. Du hast ja... warte mal. Du hast ja keine Ahnung. Meine Hand zittert gerade aber heftig. Und wir brauchen jetzt Vampiröl auf jeden Fall. Oh. Wir machen einfach mal das hier Spaß, haben wir auf das hier drauf. Achso, wir werden jetzt gleich nochmal zack. Helfen uns den hier rein, unseren Nachtsichttrank. Fußspuren von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Okay, mein schwarzes Blut hält nicht so lange, wie ich dachte. Oh, Katzin! Das ist ein Sound. Oh. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Das ist eine gruselige Hand. Ich muss hier was ausblenden. Na, YouTube. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. Oh! Wartet mal, das wollte ich gar nicht. Okay. Mädel, ich kann ja den Hass verstehen, aber muss denn das sein? Yeah.
Okay, Mädel. Au, was ist denn mit dir kaputt? Schwarzes Blut. Ich hätte mir eine Fiole davon genehmigen sollen. Wo ist er hin? Da ist er. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Also das sind ja garstige Weiber. Yikes. Junge, das sind echt garstige Weiber. Monster, Vampirblut, bla bla. Vampirspeichel, gut, dankeschön. Aber yikes, sind das garstige Viecher. Und warum muss ich deswegen jetzt so viel ausgrauen? Und, dich haben sie ja komplett zerlegt. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Alter. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Ach, das klingt schon auch wieder so ein Viech, dass ich eigentlich nicht, wo ich einfach keinen Bock drauf habe, das zu bekämpfen. Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Er steckt sich einfach eine abgetrennte Hand in die Hosentasche. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? So viele Fragen. Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Jawohl. Soll mich zur Herzogin bringen? Ich muss jetzt gleich noch ein bisschen was schneiden und zensieren. Denn ich wette, dass YouTube mir bei den kleinen Gegebenheiten dort einen Strich durch die Rechnung machen wird. Und ja, in dem Sinne, das wird aber wieder von der Aufnahme gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend bei was ihr auch immer gerade tut. Macht's gut, bis dahin. Euer Moria. Tschüss.